So, ihr Lieben. Ja, ich bin in Europa und es gibt Euphoria und irgendwie kann ich selbst noch nicht glauben, obwohl es das hier echt schon eine Weile gibt, nämlich schon seit dem Sommer, aber in Deutschland eben nicht und deswegen freue ich mich gerade wahnsinnig, dass ich es hier probieren kann und ich habe heute mit Erschrecken festgestellt, ich dachte die ganze Zeit, ja, diese Sorte habe ich ja in den USA schon probiert, dann habe ich festgestellt, nein, Chocolate Cookie Dough ist nicht Chocolate Peanut Cookie Dough und in den USA ist nämlich diese Sorte, die eigentlich ganz genauso aussieht, mit Erdnussbutter Cookie Dough und hier ist es mit normalem Cookie Dough. Also die haben den Europäern wahrscheinlich mal wieder zugetraut oder nicht zugetraut, Erdnussbutter zu mögen und deswegen den safen way, den safen, oh Gott, und sind deswegen den sicheren Weg gegangen, so auf Deutsch, und haben eben ganz normalen Standard-Cookie Dough von Ben Jerry's reingemacht, der gut ist, aber die Kombi mit dem Peanut Butter Cookie Dough war halt wirklich gut, deswegen bin ich gespannt, wie jetzt die Sorte ist. Und weil ich auf Deutsch quasi eigentlich, also von den Europäischen, noch kein Video gemacht habe, Euphoria ist Light Ice Cream von Ben Jerry's. Ist aber eigentlich gar nicht so light. Es ist nur hauptsächlich dadurch leichter, dass viel mehr Luft drin ist. Also dieses Pint hier hat nur 307 Gramm Inhalt, im Gegensatz zu sonst 410, 20, 30, je nach Sorte. Also da ist einfach mehr Luft drinnen und man zahlt aber den gleichen Preis. Also man zahlt wirklich für Luft. Ein Aufpreis sozusagen. Das solltet ihr wissen, aber für alle, die halt gerne so ganzen Pint weghauen und sich nicht ganz so schlecht fühlen wollen danach, es ist gut, weil durch die Luft drin hat es halt weniger Kalorien. Und weniger Masse, mehr Luft ist gleich weniger Kalorien. Genau, das wollte ich euch nur mal sagen. Ist natürlich Unilever und hier seht ihr, auf 100 Gramm sind es 216 Kalorien. Das ist schon weniger als im Standard Ben Jerry's, aber auch nicht so viel weniger. Also nicht so wenig wie in einem Froyo oder so. Und wir haben 6,7 Gramm Fett, das ist weniger. Also an Fett wurde hier gespart hauptsächlich. Dafür aber ganze 34 Gramm Kohlenhydrate und das ist mehr als normal, als Ben Jerry's hat. Also dafür wurde der Zucker hochgeschraubt. Davon sind nämlich 24 Gramm Zucker und 4,6 Gramm Eiweiß. Das war jetzt auf 100 Gramm und davon haben wir eben 307. Hier steht auf Englisch drauf, es ist Chocolate Ice Cream with Chocolate Chip Cookie Dough Chunks und davon haben wir ganze 16%, das ist ziemlich cool. Und die erste Zutat ist eben nicht Sahne oder so, sondern Reconstructed Skim Milk. Dann kommt Sugar, dann, also ja, ich lese es jetzt nicht alles vor, ihr könnt euch das gerne anschauen. Auf jeden Fall haben wir 6% Kakaopulver in Schokoeis drin. Wen das interessiert. Das Design finde ich ganz cool. Das ist irgendwie so ein Mittelding zwischen Blau, Lila und ich weiß nicht. Und ja, ihr müsst halt einfach die Kalorienzahl pro 100 Milliliter mal 5 nehmen und dann habt ihr die Kalorien, beziehungsweise ja, 216 mal 3,07. Ich blende euch das wie immer ein. Auch die ganzen Nährwerte pro Pint. Und hier steht jetzt was drauf. Euphoria, our flavor gurus. Have concocted Euphoria to be full of the chunks and swirls you love with lower fat than similar ice cream products. Okay, ja. Ich denke, das habe ich gerade schon erklärt und jetzt mache ich es auf. Oh, gekauft bei Albert Heijn in Holland, nicht in Deutschland, ganz wichtig. Nur für die, die fragen werden, wo hast du das her? Leider nicht aus Deutschland. Oder gut, ich weiß es nicht. Lasst mir eure Meinung dazu da. Und entschuldigt meine Fingernägel. Wuhu. Also, erste gute Nachricht. Es ist bis oben voll. ja, da habe ich immer meine Klatsche. Aber das ist wichtig. Gerade bei einem Ben Jerry's ist das wichtig. Und es sieht auf jeden Fall schokoladig aus. Und ähnlich wie das, was ich in den USA hatte. Und man sieht auch schon Cookie Dough Chunks. Ich bin gespannt, wie groß sie sind. So, und jetzt wird probiert. Das Gute ist schon angetaut. Oder das ist schon gut angetaut, das gute Eis. Aber man sieht auf jeden Fall schon an den Löcherchen, dass es definitiv luftiger ist. Sieht so ein bisschen aus wie Mousse au Chocolat, oder? Schmeckt schon wie Ben Jerry's Schokoeis. Vielleicht sogar ein bisschen kakaoiger irgendwie. Schwer zu beschreiben. Als jetzt Chocolate Fudge Brownie Basis. Also das hier mehr nach Kakao, das Brownie mehr nach Schokolade. Hier ist ja auch nicht wirklich Schokolade drin. So, und das hier ist jetzt ein Cookie Dough Chunk. Und ihr seht mal die Größe. Ist ungefähr so groß wie normalerweise. Also das... Das kann ich euch auch schon sagen, das ist derselbe Cookie Dough, der immer im Ben Jerry's drin ist. Da haben sie nichts anderes gemacht. Wäre auch schlimm, wenn eigentlich, ne, weil das ist halt das Markenzeichen. Wenn der dann anders schmecken würde, würde Euphoria wahrscheinlich floppen. Ja, das ist der altbekannte, heißgeliebte, hoffe ich doch, auch bei euch im Cookie Dough von Ben Jerry's. Und also die Basis ist auf jeden Fall nicht ganz so schokoladig vollmundig. Wie die normale Ben Jerry's Basis, eher kakaoig würde ich es beschreiben. Auf jeden Fall luftiger.
Aber dennoch nicht zu vergleichen mit einem Cremissimo oder so. Also es ist schon, Ben Jerry's kann schon auch gute Konsistenz machen, finde ich. Es ist sehr süß, definitiv. Also diesen krassen Zuckeranteil, den bilde ich mir nicht nur ein, weil da drauf steht, sondern es ist wirklich sehr süß. Ich hätte nichts dagegen, es in Deutschland zu haben, um es immer mal zu kaufen. Aber ich finde es halt doof, dass man wirklich viel Luft drauf zahlt, so. Aber Ben Jerry's geht halt auch nur mit dem Zahn der Zeit und 5,99 kosten auch alle anderen Luftproteineisse momentan. Also ja, ist halt einfach so, glaube ich. Das ist der Markt. Was meint ihr? Vor allem, würdet ihr es euch kaufen? Würdet ihr es euch in Deutschland wünschen? Das ist jetzt vielleicht nur noch eine Frage der Zeit, bis es kommt. Obwohl hier nichts auf Deutsch draufsteht. Deswegen, meistens bei den Sorten, die doch noch in Deutschland kommen, steht ja dann irgendwas auf Deutsch drauf. Ist hier nicht der Fall. Also, ich weiß es nicht. Was meint ihr? Na dann freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben. Ich filme euch nochmal rein und lasst ein Abo da. Ciao, ihr Lieben. Es ist dezent dunkel leider, aber ich habe eben gesagt, die Cookie-Dough-Stückchen sind exakt gleich. Sie schmecken gleich, aber sie sind doch etwas kleiner. Ungefähr so wie bei Switch Up.